Hallo, mein Name ist Irmgard Schwetzer. Ich bin Vorsitzende des Auswahlausschusses in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Vorstandsmitglied und habe die wunderbare Aufgabe, Sie heute alle zu unserer Feier hier in München ganz herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Eigentlich hat jeder von Ihnen verdient, besonders begrüßt zu werden, aber dann wäre die Zeit schon rum, das wollen wir lieber nicht. Und deswegen lassen Sie mich einige ausgewählte Gäste nur namentlich erwähnen. Wir freuen uns natürlich, dass der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Herr Martin Zeil, heute den Weg zu uns gefunden hat und den Festvortrag halten wird. Wir freuen uns über die Teilnahme von Europaabgeordneten und Bundestagsabgeordneten Michael Theurer und Dr. Neumann, sehe ich da hier. Alle anderen mögen bitte genauso herzlich begrüßt sein. Ich begrüße alle Vertrauensdozenten an der Spitze, Herrn Professor Saalfeld, der hier noch ein Grußwort halten wird. Ich begrüße die Vertreter der anderen Förderwerke. Natürlich ist es wunderbar, dass wir Sie auch heute hier begrüßen können, die Teilnehmer der Podiumsdiskussion und alle anderen, jung, alt, gefördert oder nicht gefördert, wie auch immer. Wir freuen uns auf Sie und auf diesen Abend. 40 Jahre Begabtenförderung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Rückgerechnet, Wintersemester 73/74 war der erste Jahrgang, der aufgenommen worden ist. Es waren damals 17. Und wer genau nachrechnet, der findet raus, dass die eigentlich heute alle in Rente oder in Pension sind. Aber von dem einen oder anderen wissen wir, dass der genau das macht, was wir eigentlich von Liberalen schon immer erwartet haben. Er engagiert sich nämlich zusätzlich ehrenamtlich auch weit über das normale Maß hinaus und das finden wir gut. Damals war das Kriterium für die Aufnahme ganz klar Hochbegabung. Was ist Hochbegabung? Und ich denke, an diesem Begriff alleine können wir schon sehen, wie sich auch die Zeiten wandeln. Auch heute geht es darum, begabte Studenten und Doktoranden zu fördern. Aber heute erwarten wir nicht das Superhirn, sondern wir erwarten Exzellenz auf vielen Feldern, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Das heißt, alle diejenigen, die in den letzten Jahren durch das Auswahlverfahren gegangen sind und heute ein Stipendium von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bekommen, wissen, dass unsere Auswahl nach drei Kriterien verläuft, nämlich: Begabung und Leistung spielt nach wie vor eine große Rolle, aber eine genauso große Rolle spielt die Persönlichkeit, denn wir möchten Menschen fördern, die zu uns passen. Wir wollen uns nicht mit ihnen streiten, doch manchmal schon über Inhalte, aber wir möchten schon sicher sein, dass es liberale Persönlichkeiten sind, die wir in der Stiftung haben und mit denen wir klarkommen, die mit uns klarkommen. Denn sie sind schließlich die Zukunft des Liberalismus. Und drittens, gesellschaftliches oder gesellschaftspolitisches Engagement. Das heißt, wir erwarten auch von denjenigen, die sich bei uns bewerben, dass sie über den Tellerrand hinausgucken. Dass sie nicht nur gut in ihrem Studium oder ein wunderbares Exposé für ihre Promotion uns vorlegen, sondern dass sie sich auch außerhalb ihres eigentlichen Studienfaches engagieren. Das ist natürlich schön, wenn das in der FDP, bei den Julis oder bei den liberalen Hochschulgruppen ist, aber das muss nicht dort sein, sondern das kann auch bei Amnesty International oder Transparency International oder auch andere gesellschaftliche Institutionen sein. Aber wir wollen keine nur geradeaus guckenden, sondern wir wollen die breit gefächerten Interessen und das breit gefächerte Engagement. Die Stipendienlandschaft in Deutschland ist in den letzten Jahren sehr vielfältig geworden. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb um Köpfe. Es gibt eine Menge Stipendienmittel, die bereitstehen und vergeben werden können. Und das bedeutet, wer seine Stipendienmittel ausschöpfen will, muss attraktiv für die Bewerber sein. Denn es gibt inzwischen 12 Bildungswerke, 6 politische, 3 religiös ausgerichtete, 2, die den Tarifparteien nachstehen und die Studienstiftung des deutschen Volkes, die größte ist. Und
Diesen 12 Bildungswerken gibt das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und das Auswärtige Amt 24 genügend Mittel, sodass 24.000 Stipendiaten jedes Jahr gefördert werden können. Das ist eine Menge. Ich freue mich übrigens, dass auch Frau Stegmann-Böhl aus dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hier ist und uns auch gleich noch ein Grußwort sprechen wird. Dankeschön. Dazu kommt das Deutschlandstipendium, eine FDP-Erfindung, das wir aber durchaus im Anfang als eine Konkurrenz empfunden haben, aber heute nicht mehr als eine Konkurrenz sehen. Warum wohl? Das werde ich Ihnen, darauf komme ich sofort zu sprechen, aber lassen Sie mich gerade noch die Zahlen für die Stiftung heute sagen. 1973 waren es 17. Heute nehmen wir zweimal im Jahr zwischen 110 und 130 neue Stipendiaten auf. Das heißt, in der Förderung sind im Moment etwa 850 junge Menschen. Und wir haben in den 40 Jahren so roundabout 7.000 junge Leute gefördert, die dann mit dieser Förderung ihr Leben gestalten konnten. Also, was macht die Naumann-Stiftung nun attraktiv, sodass wir mithalten können im Wettbewerb mit den anderen begabten Förderungen? Und was ist es, was wir also über die reine finanzielle Förderung hinaus tun? Stipendien nehmen sicherlich die finanziellen Sorgen von den Stipendiaten. Aber viele Stipendiaten, das geht schon aus den Bewerbungsunterlagen hervor, bewerben sich nicht wegen des Geldes, sondern das ist ganz klar, dass sie keinen Anspruch auf die volle Förderung haben, sondern Büchergeld bekommen. Und sie schreiben in ihre Bewerbung rein, dass sie zur Naumann-Stiftung wollen, weil sie die Naumann-Stiftung ist und weil sie eine ideelle Förderung haben, die sie als durchaus attraktiv für sich selbst und für ihr zukünftiges Leben empfinden. Was ist die ideelle Förderung? Sehen Sie sich um, die Vorsitzenden der Arbeitskreise und der Initiativen der Stipendiaten, die sie alle selbst organisieren, sind hierher gekommen und präsentieren auch draußen das, was sie machen. Sie haben das eben auch in dem Film gesehen. Das heißt, neben dem Studium gibt es jede Menge Möglichkeit, sich auch außerhalb zu treffen, zu unterschiedlichsten Themen zu arbeiten, aber auch die politische Gestaltung der Naumann-Stiftung, die inhaltliche Gestaltung der Naumann-Stiftung mit voranzutreiben. Das Ganze läuft nach dem Motto, Selbstorganisation ist unsere Stärke, denn die Mittel, die wir bekommen aus dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, sind nicht so, dass wir da eine großartige ideelle Förderung finanzieren könnten, sondern das müssen die Stipendiaten schon selber machen. Wir erwarten das und sie tun das auch. Denn wer lebenslang wer in der ideellen Förderung richtig intensiv mitgearbeitet hat, hat lebenslang einen sehr wirksamen Mehrwert in Form von Netzwerken, in Form von breitem Zusatzwissen. Die Evaluation, über die Professor Hani, die er gemacht hat, auch gleich noch berichten wird, hat ergeben, dass diese ideelle Förderung, das heißt, das, was die Stipendiaten selber auf die Beine stellen, ein hochattraktives Mittel ist, um junge Menschen auch an die Förderung heranzuführen. Die Stipendiaten sind insgesamt in die Naumann-Stiftung fest eingebunden. Sie können Auslandspraktika zum Beispiel in den Regionalbüros der Naumann-Stiftung, die wir in 6 Regionen dieser Welt und insgesamt 69 Projektbüros haben, machen. Sie können die Inhalte mitbestimmen, das heißt, sie werden eingeladen zu den Inhaltskonferenzen, die die hauptamtlichen Mitarbeiter der Naumann-Stiftung machen. Sie haben eine weit beachtete eigene Konferenz im letzten Jahr organisiert zu Menschenrechtsfragen, also einem Kernthema liberaler Außenpolitik. Sie kooperieren mit dem Liberalen Institut und veröffentlichen dort ihre Ansichten und ihre Ergebnisse zur Bildungsforschung, letztendlich auch ein eigenes Lesebuch zu Europa.
Sie organisieren eigene Seminare mit den Regionalbüros hier im Inland, aber auch genauso gut mit der virtuellen Akademie. Also insgesamt eine breit gefächerte Möglichkeit an Aktivitäten, die Sie dann auch für Ihr weiteres Leben nutzen können. Selbstverständlich gehört auch dazu regelmäßige Treffen mit Vorstand und Kuratorium. Dieser Abend, meine Damen und Herren, nutzt alle Potenziale, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat. Das Regionalbüro München und die Begabtenförderung haben diesen Abend organisiert. Herzlichen Dank dafür. Die Leiter der Arbeitskreise und der Initiativen sind hier und stellen sie vor. Denen können Sie dann auch noch danken. Die virtuelle Akademie überträgt per Livestream diese Veranstaltung im Internet, sodass auch diejenigen, die zwar gerne kommen wollten, aber nicht kommen konnten, das live mitverfolgen können. Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Kernthema einer liberalen Gesellschaft. Und wir alle wissen, dass die OECD der Bundesrepublik Deutschland da nicht nur gute Noten gibt. Das wird heute unser Thema sein. Und ich freue mich und bin sehr gespannt auf das, was die Gäste auf dem Podium uns dazu zu sagen haben. 40 Jahre Begabtenförderung, das ist in der Tat ein Grund zum Feiern. Es ist ein liberales Potenzial, das wir auch nutzen möchten. Und ich frage mich gerade, meine Damen und Herren, wenn ich so in Ihre Gesichter gucke, wer ist der Älteste hier im Saal, der von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gefördert wurde als Stipendiat? Vielleicht gibt es hinterher die Möglichkeit, sich dazu noch einmal auszutauschen. Ich kann das nicht sein. Ich kann das nicht sein, weil ich bin noch älter. Als ich promovierte, gab es die Begabtenförderung noch nicht. Aber rückblickend wird eins schon klar. Statisch und langweilig ist die Begabtenförderung nie geworden. Und das wird sie auch in der Zukunft nicht sein und das darf sie auch in der Zukunft nicht sein. Da bin ich aber zuversichtlich, dass uns das gelingt, ganz einfach, weil so viele qualifizierte Menschen nicht nur bei den Stipendiaten, sondern auch bei den hauptamtlichen Mitarbeitern der Naumann-Stiftung für die Freiheit dabei sind, die das dann machen werden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie heute Abend hier sind, mit uns feiern wollen. Und ich denke, Sie sind genauso zuversichtlich, was die Zukunft der Begabtenförderung und der Stiftung angeht wie ich. Und darauf freue ich mich und sage noch einmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind.